Hallo und herzlich willkommen zu Kurzgeschichte, dem Videoprojekt, in dem es immer ganz kurz um Geschichte geht. Mein Name ist Raphael und das Jahr 2016 hat gerade erst angefangen und zu diesem Anlass hat mich Grunguse gefragt, warum haben wir überhaupt das Jahr 2016? Mir ist klar, dass das Jahr 0 angeblich Jesus Geburtsjahr sein soll, aber wer hat das beschlossen und warum wird so gerechnet? Das ist eine ziemlich gute Frage und unser Jahr berechnet sich ja zunächst mal in einer Umrundung um die Sonne, also ein Sonnenjahr. Klingt erstmal ziemlich logisch, es gibt aber eine ganze Menge andere Kalendersysteme, die vor allem mit dem Mondzyklus bzw. damit rechnen, dass der Mond und die Sonne alle 19 Jahre etwa an der gleichen Position stehen. Man könnte genauso gut mit Sternen rechnen. Eine Rechenmöglichkeit, die meisten von euch kennen werden, ist das Rechnen mit Herrscherjahren. Viele Urkunden im Mittelalter sind darauf datiert, dass diese Urkunde im Jahr 12 des Kaisers so und so entstanden ist. Bekannt sind aber auch eine ganze Reihe von religiösen Zeitrechnungen, so zum Beispiel der jüdische Kalender. Der berechnet sich nach dem Jahr, in dem das jüdische Volk aus Ägypten ausgezogen ist. Demnach sind wir im Jahr 5776. Da auch dieser Kalender ein mondzyklischer Kalender ist, wechselt da der Jahreswechsel immer so ein Stückchen und der nächste Jahreswechsel für den jüdischen Kalender ist Anfang Oktober diesen Jahres. Ganz ähnlich funktioniert die islamische Zeitrechnung. Sie beginnt mit dem Einzug des Propheten in Medina. Wir haben daher das Jahr 1437. So gibt es eine ganze Reihe weiterer Kalender, je nachdem in welche Kultur wir schauen, zu den Maya, in den chinesischen Kalender, die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Kommen wir zur christlichen Zeitrechnung, also der Zeitrechnung nach Christi Geburt, und geben wir zunächst zu, wann und wo Jesu geboren wurde, wissen wir nicht genau. Die Zeitrechnung hat auch nicht damit angefangen, dass man im Jahr 1 angefangen hat zu zählen, sondern erst Ende und Anfang des 6. Jahrhunderts. Da stellt sich erstmal die Frage, haben die Leute sich damals nicht sogar ein bisschen verrechnet? Bevor ihr jetzt alle Geschichtsbücher verbrennt, auch so ein paar Jahre hin oder her passt es wohl ganz gut. Interessant ist auch, dass im 5. Jahrhundert die Zahl 0 noch gar nicht kam, weil die aus dem indisch-arabischen Raum erst nach Europa gekommen ist. Deswegen beginnt unser Kalender mit einer 1 und das Jahr davor ist das Jahr minus 1. Vielen Dank nochmal für diese Frage. Stellt mir gerne weitere Fragen. Ansonsten like dieses Video, teile es mit anderen und den ganzen Quatsch, den ich sonst auch immer erzähle. Das war Kurzgeschichte für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin. Gibt es einen Anhang mit Outtakes? Nein. Aber ganz klein.